Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 76. Und will ich gleich am Anfang mal kurz was vorwegnehmen. Ich habe eine neue Aufnahmesession gestartet jetzt heute. Und ich war ja in der letzten Folge doch schon ganz schön salzig über die ganzen Fehler, die Fallout 76 hat. Und die gibt es auch, aber ich möchte trotzdem sagen, ich mag Fallout 76. Auch als Singleplayer-Spiel mag ich Fallout 76. Das Spiel an sich ist einfach super. Und ich möchte es deswegen sagen, weil ich jetzt doch in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, in den letzten 24 Stunden ungefähr, doch einige YouTuber gesehen haben, die über Fallout nur Schlechtes berichten, wie schlecht Fallout 76 wäre, dass es ja grafisch veraltet wäre und bla bla bla. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Fallout 76 ist ein super Spiel. Es hat meiner Meinung nach das ein oder andere Balancing-Problem, was jetzt zum Beispiel die Stärke der Gegner betrifft. Die hier zum Beispiel finde ich halt maßlos zu stark. Da ist halt allein nicht viel zu holen. Ja, genau so meine ich. Und dass ich dann halt Mods selber für mir besorgen muss, ist ein bisschen blöd. Ich werde jetzt nochmal gucken, dass ich hier wegkomme. Das ist eine Quest, die werde ich wohl nachher weitermachen. Ich gucke jetzt, dass ich hier wegkomme, dann mache ich diese zurück zu den Grundlagen-Quest weiter. Auf jeden Fall wollte ich das bloß gesagt haben, dass ich Fallout 76 super finde, auch als Singleplayer. Ich hätte gern tatsächlich ein paar mehr Mods für meine Waffen. Aber da werde ich halt Baupläne suchen müssen, da werde ich nicht drum rumkommen. Ich finde nur, dass dieser komplette Hate auf Fallout 76 absolut nicht gerechtfertigt ist. Und ich finde auch, man sollte mit Fallout 76 nicht so hart ins Gericht gehen. Weil, ganz ehrlich, Bethesda hat jetzt eigentlich noch nie großartig getäuscht. Da ist ja nochmal einer. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Vergleich zu anderen Spieleherstellern, ist Fallout 76 dann doch eigentlich immer ein Garant für Qualität. Fallout 76. Bethesda ist immer ein Garant für Qualität gewesen und wird vermutlich auch noch immer bleiben oder noch eine ganze Weile bleiben. Und natürlich hat Bethesda nicht diese ganzen, ich sag mal, DLC-Politiken, wie sie andere Spiele haben. Zumindest nicht in einem Ausmaß, dass es erwähnenswert wäre. Die Waffenwerkbank trifft sich ganz gut. Und da finde ich, sollte einfach mal gesagt werden, dass Fallout 76 ein gutes Spiel ist. Ich verstehe auch, warum es jetzt rausgekommen ist. Und ja, die Kritik, die Engine sei veraltet, ja. Kann man jetzt nicht viel gegen sagen. Einzige, was ich vielleicht sagen würde, wäre, dass man vielleicht abwarten sollte, also es kam ja die Kritik auf, dass ja Rage 2 und Elder Scrolls 6, wenn es denn irgendwann kommt, auch schon veraltet wären jetzt. Ja, schwierig. Würde ich jetzt mal mich mit der Kritik noch zurückhalten, weil, wenn wir mal ganz ehrlich, wir wissen nicht, was da noch kommt. Von dem her, jetzt zu sagen, ja, das ist alles jetzt schon kacke, ist schwierig, also ist, finde ich ganz, ganz schwierig. Naja, wird sich dann eben noch zeigen, was dabei rumkommt. Im besten Fall werden es gute Spiele. Die Kritik, die ich natürlich aber auch schon mitbekommen habe, viel ist halt, dass gesagt wird, das Spiel wäre unfertig. Und durch den Kritikpunkt vergessen, den ich noch ansprechen wollte. Naja, auf jeden Fall wollte ich bloß sagen, ich finde es eigentlich ganz okay, so wie es ist. Rechter Arm, den wegschmeißen. Ja, unfertig. Was heißt unfertig für ein Spiel wie für ein Survival Game? Finde ich es unfertig halt auch schwierig zu bewerten. Das Einzige, was mich halt glücklich machen würde, wäre, wenn man diese Baupläne über die passenden Skills bekommt. So wie das früher in den Fallout-Teilen der Fall war und nicht über diese, ja, suchbaren Baupläne. Das finde ich schon ein bisschen beknackt. Aber naja, ist auch Ansichtssache.
Auf jeden Fall finde ich, alles in allem ist es schon gut geworden. Wie gesagt, ein oder andere Balance-Problem dadurch halt, dass es ausschließlich auf Multiplayer ausgelegt ist. Ich muss unbedingt ein paar Waffen wieder ablegen. Da hat man sich, glaube ich, ein bisschen verrannt. Beziehungsweise hat Bethesda sich ein bisschen verrannt und zu sehr auf dieses Multiplayer-Gedönse festgefressen. Oder festgesetzt. Komme ich da hoch? Aber ja. Ach so, genau, ich verstehe, warum sie es machen. Das war der Kritikpunkt, auf den ich eingehen wollte. Fallout 76 ist halt rausgekommen, weil Bethesda ein Spiel hat rausbringen müssen. Und zwar ein Spiel, das sich verkauft. Weil die sich natürlich auch dadurch, dass halt Spieleentwicklung von Jahr zu Jahr einfach teurer wird, müssen sie sich natürlich irgendwie finanzieren. Deswegen hat natürlich Fallout 76 auch diesen kleinen Ingame-Shop, sage ich mal, wo man, wenn man möchte, zusätzlich Skins kaufen kann. Ist aber, soweit ich sie gesehen habe, auch größtenteils erspielbar. Deswegen würde ich das jetzt mal nicht als so arge Kritik empfinden, dass man da sagt, ja, finde ich nicht so gut. Wo ist denn dieses scheiß Camp, wo ich hin muss? Ah, hier. Weißt du was, dann gehen wir vorher mal nochmal kurz im Camp vorbei. Ich finde halt, man darf sich da nicht immer von solchen Hate-Wellen mitreißen, wie man das in letzter Zeit, finde ich, relativ oft bemerkt. Ich finde, es ist eindeutig über die ganzen neuen Spiele viel zu viel Hate mittlerweile im Netz unterwegs. Nicht immer ungerechtfertigt, klar. DLC-Politik wie bei Destiny zum Beispiel, die ist gerechtfertigt. Ich spiele trotzdem noch Destiny, ich spiele Destiny auch sehr gern. Aber es fällt halt schon auf, wie Destiny sein Geld macht. Und dass da natürlich versucht wird, noch möglichst viel rauszuschlagen. Finde ich natürlich auch wieder nicht so schön. So, das hier muss abgelegt werden. Ah, meine Lagerkiste ist voll, das ist natürlich schwul. Blöd, meine ich. Ja. Ja, ich leide an Blutwürmern, und danke für die Information. Ich will unbedingt eigentlich wieder Material loswerden. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Schrott gelagert. Wahrscheinlich trotzdem noch ultra viel. Ah, es geht tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde diesen kranken Hate, der gegen Destiny, gegen Fallout 76 gestellt wird, finde ich, ist ungerechtfertigt. Also da gibt's Spiele, Destiny, die da doch deutlich, was, nein, ich will das nicht bauen, die da deutlich mehr übers Ziel hinausgeschossen sind als andere. Leuchtendes Blutpaket kann ich herstellen, Antiseptikum, Blutpaket, Leuchtenblut. Warum sollte ich das herstellen wollen? Da bleibe ich dabei. Da gab's schlimmere Dinge. Oder schlimmere Spiele. Star Wars Battlefront 2 zum Beispiel. Das war eine bodenlose Frechheit damals. Das ist alles so teuer in der Herstellung. Stellen wir am besten noch nichts her. Rüstungswerkbank. Ja, ich kann mal reparieren, glaube ich. Damit da mal wieder ein bisschen Material rausgeht. Nein, zurück. Oh, ich kann Taschen dran machen. Ach, Sinn dran, okay. Jetzt fehlt mir schon wieder Kleber. Das ist so ein Hauptding bei mir, habe ich das Gefühl, Kleber. Naja, auf jeden Fall. Ich denke einfach, man darf da nicht so hart ins Detail immer gehen mit den Spielen. Weil im Gesamten sind die Spiele schon gut. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Fallout 76 irgendwie schlecht wäre. Ich habe mir dazu überwiegend eine Kritik von Eddie Reimers angeguckt. Was natürlich ein berechtigter Kritikpunkt ist, ist, dass man halt über die
Also wenn man im Team spielt quasi, dass man die Holobänder sich original gab oder... Ah, man hat halt keine Möglichkeit, die sich in Ruhe anzuhören. Weil schon die Sache so aussieht, dass man natürlich Freunde oder meistens Freunde mit dabei hat. Und dann ist man natürlich doch ein bisschen limitiert, was die Konzentration betrifft auf das Holoband. Bei mir geht die Konzentration ja jetzt schon flöten, wenn ich hier quatsche und irgendwelchen anderen Kram machen soll nebenbei. Naja. Ich finde halt, man sollte nicht zu streng mit dem Ganzen ins Gericht gehen. Weil Fallout Games waren schon immer für eine relativ begrenzte Zielgruppe komplett ansprechend, sage ich jetzt mal. Hallo? Zum Beispiel auch der Kritikpunkt, dass man keine Tutorial-Anweisungen bekommt. Was ich ja eigentlich finde, dass das gar nicht stimmt, weil man kriegt eigentlich immer bei Fallout am Anfang alles so ein bisschen die Grundzüge erklärt. Und den Rest muss man dann halt selber entdecken. War das? Oh, cool. Nochmal das Mods aus. Achso, ich hab's hier nicht. Also, dass kein Tutorial da wäre, finde ich, ist Schwachsinn. Ist aber jedem seine Meinung. Ich meine, Fallout 4 hatte jetzt auch nicht mehr Tutorial als Fallout 76. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemals ein Fallout ein Tutorial hatte. Also, ich habe auch mit Fallout 4 angefangen. Ey. Du Boy, hör auf. Und ich finde, man bemerkt halt bei vielen Spielen, dass extrem viel Hate unterwegs ist. Battlefield soll wohl auch gerade relativ gehatet worden. Betrifft mich natürlich nicht, ich spiele kein Battlefield. Battlefield ist mir persönlich ja zu platt. Kannst du auch COD spielen. Für mich fast keinen Unterschied. Jetzt werden gleich alle aufschreien, was? Battlefield und COD sind doch Welten. Und muss ich ganz klar sagen, naja, nicht so wirklich. Wo schießt man jetzt noch? Ich finde, das gibt sich alles so im Gesamten nicht viel. Der eine heult rum, das ist besser, der andere heult rum, das andere ist schlimmer. Ja. Ups, da bin ich jetzt gerade mit dem Mikrofon gekommen. Wo schießt der denn? Ach, von da oben? Moment. Die IP nehme ich natürlich mit. Was ist eigentlich für ein Schaf und ein Roboter? Darf doch nie wahr sein. Ja, warum? Ja. Also auch wenn ich ganz schön viel Salz in der letzten Folge abgelassen habe, Fallout 76 ist ein super Spiel. Und dieser komplette Hate finde ich nicht gerechtfertigt. Wie gesagt, ich wäre mit dem Multiplayer-Ding ein bisschen anders umgegangen. Ich hätte nämlich gar keinen PvP gemacht. Ich würde es gerne mal ausprobieren, tatsächlich, aber funktioniert nicht. Und genau deswegen, weil es halt eben nicht funktioniert, wäre ich damit ein bisschen anders umgegangen. Ich hätte ein ganz normales Fallout designt. Ähnlich wie Fallout 4 mit NPCs und Co. Mit der Möglichkeit, da halt zu viert rumzulaufen. Weil ich glaube, das wäre jetzt engine-technisch weniger belastend gewesen, als mit 24 Leuten auf einer Map rumzustromern. Ist ja, glaube ich, die maximale Kapazität. Und ich bin mal kurz weg. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe gerade ein wichtiges Telefonat kurz annehmen müssen. Und jetzt geht's auch schon weiter. Wir werden heute wohl Teil einer Armee werden. So, deswegen kommen wir jetzt auch mal von diesem ganzen Kritikgerede weg. Zum entspannten Fallout-Erlebnis. Dass ich übrigens gerade alles zu Fuß mache, liegt daran, dass ich Geld sparen möchte ein wenig in dem Spiel. Weil mein Vermögen schon wieder sich drastisch reduziert hat. Liegt nämlich daran, dass ich für die Thumbnails meistens durch die Welt reisen schöne Bilder ohne HUD dann mache. Oder versuche zu machen. Und dabei geht dann natürlich doch mal das ein oder andere Kronkörkchen flöten. Ich würde ja auch furchtbar... Oh, ich habe diesen geilen Bug, dass ich permanent rennen kann.
Jetzt nicht mehr. Ich würde ja auch ganz gern eigentlich mal. Hab ich vergessen? Oh, keine Ahnung, was ich mal ganz gern würde. Irgendwann fällt es mir wieder ein. Eine Atomrakete abschießen gehört definitiv dazu. Das würde ich. Achso, genau. Ich wollte mal kurz gucken, ob meine Silo-Codes wieder da sind. Ob das vielleicht mittlerweile gefixt worden ist, dass das bloß ein Bug war. Ne, tatsächlich bloß diese beiden Silo-Codes jetzt wieder. Das finde ich auch mega behindert. Aber ja, was soll's. Ich finde ja bestimmt neue. Ich vermute, dass das eine Lösung war, weil soweit ich weiß, hätten die Atombomben eigentlich erst zum beziehungsweise zum Endgame bereitstehen sollen, wenn man die Kampagne durch hatte. Und ich vermute, dass diese ganzen Offiziere durch die Gegend gepäst sind, war ein Bug. Und deswegen hat man gesagt, alle Codes, die dadurch erworben worden sind, fliegen jetzt wieder raus. Aber ja, was soll's. Wir finden neue. Solche Bugs ist man halt aus. Also solche Bugs ist man wirklich aus Fallout gewöhnt. Ich finde, da kann man sich nicht drüber beschweren. Das war nämlich auch ein Kritikpunkt. Dass viele gesagt haben, Fallout 76 wäre voll mit Bugs. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, spiel mal Fallout 4. Wenn da weniger Bugs drin sind, dann sag mir Bescheid. Und das sind ja jetzt keine gravierenden Game-Breaking-Bugs, außer wenn halt mal die Quest hängt. Das ist natürlich dann blöd, aber ja, muss man halt mit leben. So, ich soll mir jetzt eine Uniform geben lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die muss irgendwo hier sein. Ja, wahrscheinlich hier in der Baracke drin. Okay, da sind die meisten kaputt. Da ist nichts drin. Anstaltsmitarbeiter-Uniform. Anstaltsmitarbeiter? Nehme ich mal mit, wird man schon bestimmt irgendwann brauchen. Ich dachte eigentlich, ich soll eine Uniformgutschein hier, sage ich doch. Eine Militäruniform soll ich doch mir hier holen. Die Würze nehme ich auch mit. Ah, das ist was, da sehe ich. Ah, toll. Die ist leer. Was ich halt schon krank finde, ist, dass der Schwierigkeitsgrad von Level 16 zu Level 20, sag ich mal, von den Gegnern her, ultra anzieht. Also da hast du keine Chance mehr irgendwie gegenzuhalten. Ah, das versteckt das auch sehr, ne? Da kann ich jetzt halt nicht mehr persönlich Zeug reinlegen. Uniform ausgegeben. Warum muss jetzt unbedingt alles schmutzig sein? Das gerne neu und sauber, wenn es mir gerade ausgegeben wurde. Schmutziger Armeehelm. Achso, den werde ich tragen müssen, ne? So, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja, Originalsoldat. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Uniform selbst finde ich gar nicht schlecht, aber ich hätte gern meinen normalen Helm behalten. So, jetzt muss ich mich da oben bei dem Typ wieder melden. Geh mal kurz wieder in die normale Ansicht. Was liegt denn hier? Was liegt denn? Ich habe die Mausgeschwindigkeit ein bisschen höher eingestellt, muss mich da ein bisschen dran gewöhnen noch. Weil das habe ich tatsächlich nicht im Spiel eingestellt, sondern das habe ich an der Maus selbst eingestellt. Da gibt es irgendwie so eine komische Software vom Hersteller, wo man das machen konnte. Ich habe mich auch erstmal dran gewöhnen müssen am Anfang. Genau das will ich sehen! In Schale geworfen und bereit für ihr Land zu sterben! Naja. Es gibt drei Trainingsübungen, die sie absolvieren müssen. Treffsicherheit, Beweglichkeit und Patriotismus. Jo. Wie alles im großartigen Appalachia sind unsere Parcours automatisiert. Überschätzte Säugetiere wie Sie können also nach Belieben antreten. Wenn Sie die Säugetiere, was soll denn das heißen? Abschließen, geht es weiter mit dem richtigen Test. Starten. Holen Sie die Tanzschuhe raus, Hautsack! Sie betreten meinen Beweglichkeitsparcours! Sie müssen jedes vorgesehene Hindernis so schnell überwinden, wie Ihre Füße sie tragen können! Bereit machen! Moment, ich möchte meine Waffe dafür wegschicken. Bewegung! 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 Bitte begeben Sie sich zum Terminal. Mache ich das richtig? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ganz ehrlich. Ist das so richtig? Hä?
Dieses Hindernis ist inaktiv, war cool. Ja. Parkour-Pavillon, wo ist der? Hä, ich hab doch da vorhin gesagt, ich will den Kurs starten. Oder habe ich den jetzt beendet? Weil ich auf den anderen Knopf gedrückt habe. Kurs starten. Kurbeln Sie den O2-Konverter an, zwei Beiner! Und gehen Sie zur Linie! Sie werden nämlich laufen, als würde es um Ihre Ehre gehen! Ich hoffe, ich mach das hier richtig. Oh, ernsthaft, der fängt jetzt erst an. Du bist so ein Arschkind. Ey, Leute. Also, finde ich auch nicht so cool. Noch eins erledigt. Weiter so. Ja, du kannst mich auch mal im Bettchen decken, ey. Ist ja dann auch bald Weihnachtszeit, nur noch ein paar Tage, dann fängt der Dezember an. Dann ist Weihnachtszeit. Und nicht vorher, jeder, der euch was anderes erzählt, lügt. Erst ab dem 1. Dezember ist Weihnachtszeit. Kalt genug ist es schon. Gute Arbeit! Jetzt nicht schlapp machen! Sie werden doch nicht schon müde, oder? Ich bin ja begeistert von diesem Hindernisparcours. Wenn du so leicht in die Armee aufgenommen wirst, dann aber holla. Wer sonst keinen Job kriegt, bewirbt sich bitte. Der Endspurt! Na los! Täuschen mich meine Sensoren etwa? Oder einfach? Ich hätte gerade einen richtigen Soldaten über meinen Beweglichkeitsparcours laufen sehen. Schön gemacht! Nur ja, noch zwei gerne gemacht. Aufgaben. Schwingen Sie die Hufe und setzen Sie sich in Bewegung! Okay, wo muss ich als nächstes hin? Oh, dafür gibt's Geld. Cool. Geld brauche ich nämlich unbedingt. Zahnpasta, hohe Flaschen. Das Zeug nehme ich mit. Müssten die nicht eigentlich Unmengen aufbereitetes Wasser haben? Die haben doch auch so Aufbereitungstabletten, oder? Es gibt einen guten Teil vom Krieg. Ey. So. Wäre natürlich cool, wenn sie mir noch eine gescheite Knarre stellen würden, aber irgendwie zweifle ich daran. Und das hier dürfte vielleicht der Schießstand sein? Nicht? Trainingsterminal. Hallo? Kursstart. Danke. Die Fähigkeit, einen Kommunisten aufzuspüren, könnte für Sie und Ihre Familie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Verhören Sie die drei Personen und durchsuchen Sie Ihre Quartiere. Wenn Sie die Hinweise auf den Roten gefunden haben, kehren Sie zum Terminal zurück Roten. Und bringen Sie Ihre Beschuldigung vor. Läuft bei euch. Also, Leute. Hier ist es ganz anders als in San Francisco. Die Winter sind ziemlich kalt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Leute, so verhört man in den USA aber nicht. Wo ist denn hier das Brett und der Wassereimer mit dem Handtuch? Mein Lieblingsfeiertag? Na, das ist auf jeden Fall der 4. Juli. Aha. Hört sich so ganz billig an. Weiter mal, letztes Tagebuch. Heute haben wir in der Schule Franklin Delano Roosevelt durchgenommen. Heißt der, ist doch nicht Delano, oder? Oder FDR, wie ihn seine Kumpanen vermutlich nennen würden. Er hat so viel getan, um den Menschen dieses Landes zu helfen, als die Zeiten schlecht waren. Er hat versucht, den Alltag der Menschen mit Hilfe der Regierung zu verbessern. Was für ein cooler Typ. Wenn er heute noch am Leben wäre, würde ich ihn glatt ein Autogramm bitten. Oder vielleicht, dass er unser Baseballteam beitritt. Aha. Also der ist bisher der, den ich am meisten Verdacht habe. Liegt hier vielleicht auch noch irgendwie ein Zettel, den ich aufheben kann? Nee, scheint nicht so. Also dem traue ich irgendwie nicht über den Weg. Meine Vorfahren sind auf der Mayflower hergekommen. Okay, ist das jetzt irgendwie besonders patriotisch, das Wort Mayflower zu kennen? Ah, hier gibt's auch noch ein Tagebuch. Eintrag für 6-9. Ich fasse jetzt nicht, dass Mama und Papa mich gezwungen haben, diesen Job an der Getränkebar anzunehmen. Mein Sohn, du musst endlich mal den Wert harter Arbeit lernen. Pua, Garys Eltern haben ihm zum 16. Geburtstag einfach ein Auto geschenkt. Ich werde es ihnen allen zeigen. Ich werde so hart arbeiten, dass diese Bar eines Tages mir gehört.
Ist eigentlich auch noch sehr amerikanisch. Also. Ich arbeite in einem Getränkeladen. Ich kann für den Meer fahren. Wo ist nur mein Tagebuch hin? Das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Also die oder der oder was auch immer das sein soll, ist definitiv kein Kommunist. Ja, mein Papa ist in der Gewerkschaft. Warum fragen Sie? Mein Terminal leistet mir Gesellschaft, während Papa unter Tage ist. Ich brauchte ein neues Passwort, also habe ich die Initialen von jemandem genommen, den ich sehr bewundere. Aha. Heute in der Schule. Mr. Brown hat heute bei einem Chemieexperiment in der Schule einen komischen silbrigen Stein angezündet. Er hat sich direkt durch Gian Juns Tisch gebrannt. Mann, das war echt cool. Später gab es einen Test, bei dem ich nicht so gut abgeschnitten habe, weil mein Magen so sehr knurrt. Ich wünschte, wir könnten frühstücken, so wie das andere Familien machen. Aber Papa meinte, wir hätten nicht genug Geld. Nach dem Unterricht wollte Mr. Brown, dass ich noch bleibe. Er hat mich gefragt, ob ich was gegessen hätte. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er gab mir was von seinem Sandwich ab. Er meinte, Leute wie wir, die Arbeiterklasse, müssten aufeinander aufpassen. Morgen soll ich nach dem Unterricht nochmal zu ihm kommen. Dann können wir uns weiter darüber unterhalten. Das wirkt alles schon sehr linksliberal. Ich habe im Wald was zu essen gesucht, bevor Papa nach Hause kam, als ich diese große Kreatur sah. Sie war ganz bleich und hatte total viele Muskeln und keinen Kopf. Ich habe sie Morten genannt, aber sie wollte nicht kommen, als ich sie gerufen habe. Sie lief einfach weg. Ich rannte hinterher, aber sie war schneller. Wo findet Morten wohl so viel zu essen, um so groß zu werden? Ist Morten nicht das Monster von Crab? Papa hat die letzten paar Tage wie verrückt gehustet. Aber sein Chef im Bergwerk sagte, dass er trotzdem arbeiten muss. Ich mache mir echt Sorgen um ihn. Mitchell sagt, meinem Papa geht es genauso. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich trommle heute meine Freunde zusammen, damit wir unseren Väter gemeinsam dazu bringen können, einen Tag freizunehmen. Und vielleicht sogar den Tag darauf. Und den Tag darauf auch noch. Wir werden diese Bergwerksbosse zeigen, dass sie uns nicht herumschubsen können. Ihre Arbeiter sind schließlich keine Figuren in ihrem kapitalistischen Plan. Wir werden einen Streik organisieren. Ich sag's doch, Jesus. Und ich habe dafür bloß ein einziges Wort von ihm hören müssen. So. Jimmy. Beeindruckende Arbeit, Kadett. Wir lassen Sie die Roten schneller in Ketten legen, als Sie bis sind das Ketten schreien können. Mist, sind das Ketten. Sie müssen nur noch einen Parcours bewegen. Ja, jetzt mal ohne Witz, komm. Mein Lieblingsfeiertag ist der 4. Juli. Aha, klar, meiner auch. Sagt jedes Kind. Kurs starten. Also gut, Made. So. Es wird Zeit, die Ziele schnellstmöglich auszuschalten. Mhm. Und wagen Sie es ja nicht, sich auf meinem Parcours eine Wunde einzufangen. Sonst sorge ich persönlich dafür, dass Sie sich wünschen, sie wäre tödlich gewesen. Und los! Hey, ich hab so einen Eindruck, das ist irgendwie die langweiligste Aufgabe. Was? Hallo? Muss ich den in den Kopf schießen? Ich bin irgendwie gerade nicht zufrieden. Hallo? Hielt der jetzt mal? Ich behaupte, das ist ein Bug. Sie sollten sich schämen, meinen Parkour derartig entweit zu haben. Halt mal die Klappe an. So, einen Moment kurz. Sekunde. Ich muss kurz ein paar Dinge gucken. Ich hab's gleich. Alles im Griff? Okay, passt. Halt, ich wollte den Kurs starten. Ja, wie gesagt, der Anruf gerade eben war echt wichtig. Jetzt sind noch die kleinen Nachwellen, die gerade kommen. So, ja, hoppla's krachen. Und los! Ach, jetzt gilt auch. Ey, Alter, ich wollte's gerade sagen, ne?
Also ich bleib dabei, das war gerade eben ein Bug. So schluderig, wie ich es von einem Bodensoldaten wie Ihnen erwartet habe. Aber zum Glück ist das hier kein Schönheitswettbewerb. Passt schon, Kadett. Ich möchte Ammo kaufen, das kostet mir Munition. Kostet da jede einzelne? Aus Ihnen wird jetzt ein Soldat. Alter, da kostet jede einzelne Kugel kostet 5 Kronkorken. Und was geht denn bei euch? Da werfe ich, glaube ich, lieber demnächst mal ein paar Schrottteile weg und guck mal, dass ich da hier ordentlich Stahl zusammenbekomme. Ich werde eh mal demnächst ein bisschen die Lagerkiste sortieren müssen. Das werde ich offscreen machen, weil das wahrscheinlich herzlich uninteressant ist. Ich bin nur ein bisschen... Naja. pessimistisch, was die Folge heute betrifft. Irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden mit mir selbst. Aber... Meine bevorzugte Schusswaffe. In solchen Fällen sowas hier. Okay, ich bin jetzt hier Zeit bis zum Beginn des Trainings. Achtung, Kadetten! Hört sich an, als würden ein paar Kommunisten kommen! So dachte ich mir schon. Ja, aber lustig, dass es rote Roboter sind. Das machen wir aber hier mit guter alter Handarbeit. Also Kommunisten prügeln war schon noch selbst frei, oder? So wie sich das gehört. Der Kommunisten darf man sowas sagen. Alles gepackt. Wie ist das Einsatz? Schießtraining ab? Kommt noch was, oder? Nicht schlecht, Hauptsäcke! Aber Hauptsäcke. Sie sind noch nicht aus dem Schneider! Munition auffüllen und nachladen! Echt? Wo kriege ich Munition zum Auffüllen? Wo gibt's die? Boah, den hat er erwischt. Warum den allen die Haare? Achso, wegen der Strahlenkrankheit wahrscheinlich. Ein paar neue Bolschewisten betteln geradezu um ihre Beerdigung. Dann mal los! Ob alle Meinungen gleichgeschaltet werden? Schwierig. Ist natürlich die Frage, ob wenn man jetzt was anderes behauptet, ob man dann nicht auch eine gleichgeschaltete Meinung vertritt, weil ja diese Meinung momentan ziemlich viele haben. So, war's das jetzt? Darf ich da dann rein? Hier will ich unbedingt rein. Sieht schon so aus, als würde da was Geiles drin sein. Ja, verarzten muss ich mich für die kleinen Käseköpfe nicht. Das sind die letzten, Kadetten. Lassen Sie sie in allen Farben der Flagge bluten. Was? Ich würde mal gern wissen, wie man blau und weiß bluten lässt. Jeder Tag ist ein guter Tag. Oh, der macht alle. Lolz. Was war denn das für ein Viech? Aber gar kein Problem, ich komme einfach wieder und mache ihn dann weg. Wieso? Hallo, ich will neu spawnen. Okay, da kann ich nicht neu spawnen. Ja, und dafür gleich mal wieder Kohle abkassieren hier, ne? Ja, was ich übrigens auch ein bisschen schade finde, ist, dass man in die Vault 76 selbst wohl gar nicht mehr rein kann. Und das liegt wohl daran, dass die Story technisch abgeschalten wurde. Und man auch die Sauerstoffzufuhr da drin gekappt hat. Und damit auch alle auf jeden Fall nach draußen gehen. Was die Leute wohl irgendwie zwingen soll, die Welt wieder aufzubauen. Ja. Kann man so hinnehmen? Muss ich das komplett von vorne machen? Nö, oder? Normal. Oder? Moment.
Ja, doch, ich werde das von vorne machen müssen. Cool. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Boah, 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 boah. Okay, ich muss es vielleicht doch nicht von vorne machen. Der Typ ist krank, Mann. Was ist denn das für ein Gegner? Oh, Junge, leck mich doch. Zack, wieder ein Kronkork hinweg. Kranker Typ. Einfach nur kranker Typ. So, jetzt nehmen wir mal hier die Power-Rüstung zur Hand. Und go. Jetzt buttern wir nämlich dem kleinen Roboter mal ordentlich eine. Die Frage, die Munition will ich dafür eigentlich nicht ausgeben. Ich werde ihn wahrscheinlich zu Brei klopfen. Wieso? Da noch ein anderer. Ja, den mache ich erstmal weg. Dann jetzt zu dir. Ey, was? Was? Was soll denn der Scheiß jetzt? Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Den Spruch kenne ich tatsächlich auch. Stirb endlich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das Kammerjäger, das automatische Laserpistole. Das würde ich nehmen, das würde ich nehmen. Ich glaub's ja nicht. Das nehme ich, das nehme ich. Das nehme ich. Das kann er behalten. Falls das die letzte Trainingsübung war, haben Sie sich umgehend bei mir zu melden, damit wir Ihre Abschlusspapiere fertigstellen können. Gut, dann steige ich mal aus der Rüstung. Und bewege mich mal in Richtung meines Abschlusses. So. Da noch mal hochgekommen. Möchte da wieder hoch. Ein Architekt hier war wahrscheinlich auch der günstigste, den sie haben finden können. Sieh mal einer an! Meine Sensoren sagen mir, dass sie nicht mal ansatzweise so tot sind, wie ich es erwartet hatte. Beeindruckend, Kadett. Danke. Oder sollte ich sagen, Private. Sie gehören nun offiziell zur United States Army. Ziehen Sie los, wo kann ich wieder austreten? Erfüllen Sie uns mit Stolz, Soldat. Sie dürfen wegtreten. Okay, cool. Ja, ob man zu einem, ob das bestrebenswert ist, der United States Army anzugehören. Machen Sie die da draußen fertig. Ja, klar, alles was ihr wollt. Das hier, ach, da kriege ich nichts raus. So, jetzt ziehe ich mir erstmal meine normalen Klamotten wieder an. Kampfrüstung, Helm. Ja, die kann man auch ausziehen. Weg mit dem Schmutz. So.
Dann würde ich sagen, war es das schon mal wieder für die erste Folge in dieser Aufnahme. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei wart und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich entschuldige mich auch nochmal ganz leise für den Salzsturm vom letzten Mal. Und sag dann, ich melde mich aus dem Funkkreis ab. Bis dann. Ciao.